Hi, na, frisch gerade am Livestream oder was? Steht hier. Ich wollte nur sagen, hättest du vielleicht Lust, dass wir beide mal, ne? Verstehst du schon? Digga, verpiss dich einfach. Und wie wär's mit uns beiden, Süßer? Ich bin so sportlich, oder? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ihr seht in meiner Fresse die Hässlichkeit. Sehr hässlich. Ich hab mir die Tattoos wieder in die Fresse gehauen, weil im heutigen Video wird es darum gehen, 24 Stunden lang nach Montes Empfehlungen zu leben. Das heißt, ich werde speisen wie ein Obdachloser und trinken wie ein alter Mann. Stößchen. Das alles startet um 12.34 Uhr und ich probiere mir genau das reinzuschieben, was Monte sich auch jeden Tag reinschiebt. Das soll auch direkt mal ein neues Format werden, falls ihr andere YouTuber im Kopf habt. Zum Beispiel, mir würde jetzt Tanzverbot einfallen und sagen, ey, leg mal 24 Stunden nach seinen Empfehlungen. Zum Beispiel zu Tanzverbot habe ich auch ein bisschen Kontakt, da könnte ich sogar noch mal interne Infos so ein bisschen rausholen. Der Big Caesar Chicken Salat ohne Chicken, wäre das möglich? Da auf YouTube kann man irgendwie nicht mehr disliken. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen albern, aber gut, jetzt kann man doppelt liken. Und wir fangen direkt mit der ersten Empfehlung des Tages an. Naja, die ist eigentlich ziemlich simpel und ziemlich aktuell bei Mont. Er hat mir empfohlen, hey Digga, mir auf die Schulter geklopft und gesagt, Diggi, geh doch mal ins Kino. Komm, lass es dir einfach mal gut gehen. Lass die Sonne auf dir braten. Auf entspannt bisschen uns bräunen gehen. Was soll ich sagen, ne? Nach über 10.000 Euro Verlust, ne? Moment. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Die junge Bäckerei. Wie komme ich darauf, dass Monte da sein Geschäft verarbeitet? Naja, durch Stalkerarbeit und ein bisschen auf Instagram rumgeschaut, habe ich geguckt, was für Stories Monte hochlädt. Und ich habe gesehen, dass er öfter bei so einem Laden war, der so eine rote Markierung hatte. Und das ist eigentlich schon bei junge Bäckerei so das Anzeichen. Aber dann habe ich eine Tüte gesehen. Bei einer Story mal gesehen, dass er bei junge Bäckerei sich eine Tüte geholt hat. Und die sah ungefähr hier so aus mit diesem Schriftzug. Und dann wusste ich, der Junge geht genau da einkaufen. Aber der kauft was ganz Spezielles da. Einen leckeren Käse, Blaubeer und mit Spekulatius überzogenen Kuchen empfohlen. Aber natürlich im ganzen Stück, oder? Ja, definitiv. Ah. Lecker! Wie zauberhaft lecker ist mit dieser Käse. Der ist ja so quarkig und fluffig und lecker. Muss mir gut alles oben drauf. Und dazu gibt es natürlich noch einen leckeren Tee, damit ich nicht abkratze und da steckt hier dran. Oh, herrlich, alter Monte. So herrliche Empfehlung aus Hühnern raus. Aha. Die nächste realistische Empfehlung ist ein Dönerteller, allerdings in Lurup. Meiner Meinung nach. Soul Kebab in Lurup, immer noch der beste Döner-Teller, den ich bis jetzt gegessen habe. Lurup ist schon so ein bisschen am Arsch, ne? Aber Monte kommt aus Buxtehude, das ist aus dem Arsch. Also wirklich, ich muss echt sagen, der Weg von Buxtehude nach Lurup ist fucking weit. Warum nimmt Monte so einen weiten Weg auf sich, nur für einen Döner-Teller? Ich meine, was für ein Geheimnis lauert dahinter? Ich habe mich mal so ein bisschen erkundigt, weil wenn man genau auf die Karte guckt, dann könnt ihr ganz genau hier sehen, wenn wir hier, ne, wir gehen mal hier runter, seht ihr Buxtehude, das ist absolut nichts, Digga. Der Typ müsste komplett diesen ewigen Weg hier übers Wasser sliden, dann sogar noch hier hoch, weil hier erst Lurup ist, Digga. Aber warum das Ganze? Naja, früher hat genau hier rechts an der Ernst-Stackmann-Straße Yappi gelebt. Mittlerweile ist aber ziemlich weit und weltweit bekannt, dass sie jetzt neben dem Lurup-Center ihr Business aufgemacht hat. Yappi, komm runter! Lutschen, der kommt gleich. Oh, wenn er so einen Aufwand auf sich nimmt, nur für diesen Döner-Teller, muss der ja wirklich gut sein, weil Monte mein bester Döner-Teller Hamburgs, den er je hier in Hamburg gegessen hat. Ja, aber Monte bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil der empfiehlt immer schnell so, ist der Mülltonne zu essen, ist das Geilste überhaupt. Was ist es nicht? Aber da, ihr wisst alle selbst, da hat er auch recht. Oh, zum Glück. Allerdings muss ich jetzt da hinkommen. Das heißt, ich steig mal in mein Auto, wir fahren mal hin. Leider habe ich aber gar kein Auto, sondern ich habe nur einen Roller. Weil ich leider sehr dick bin. Falls ihr aber sehen wollt, wie ich Auto fahre, regelmäßig. Ich würde gerne einen Hot Brownie bestellen. Weil ich derzeit Fahrstunden habe, weil ich meinen Führerschein mache, dann wisst ihr ganz genau. Und ich bin angekommen. Soul Kebab hier in Lurup. Ein Dönerteller bitte mit Pommes. Nee, mach keine Tomaten ins Bild. Digga, wer ist das da im Flugzeug? Alter, wer ist denn da oben gerade am Fliegen, Mann? Privatjet, Junge. Wie lange haben wir es gebraucht, um einzuchecken? 2 Minuten? Der Dönerteller sieht wirklich wunderschön aus. Was mir allerdings im Herzen wehtut, sind wirklich die Pommes. Diese Kombination aus diesem unfassbar leckeren türkischen Reis und dazu diesem Bulgarreis ist einfach nur absolut herrlich. Dann mit dem Dönerfleischsoßen. Wirklich, ne, ich liebe es einfach nur. Und Monte nimmt Pommes zum Dönerteller? Weiß ich nicht. Wie seid ihr da drauf? Schreibt es immer super gerne in die Kommentare. Ich bin ja sehr aktiv da. Pommes sind sehr winzig. Jetzt sehe ich das gerade erst. Aber ich muss sagen, er ist echt schön angerichtet. Ne? Hier so Soße. Und dann hier so getrennt mit dem Fleisch, als ob es so zwei Seiten wären. So das Wasser wird geteilt. So. Auch wenn es Pommes ist, es kann ja trotzdem lecker schmecken. Deshalb ein bisschen Dönerfleisch, bisschen Pommes, alles bisschen in Soße Dippo. Salat hinterher. Ich muss sagen, hey. Pommes habe ich mir schlechter vorgestellt. Ey, boah, der ist echt gut. Ah.
Ich bin gerade völlig überrascht, Digga. Ich muss gestehen, ich habe den Döner-Teller vor einer Woche schon mal probiert. War ich hier im Livestream, habe ich den Döner-Teller mit Reis genommen. Und da war der wirklich nicht so stark. Da war der so ein bisschen so, ich dachte mir so, ey, Mont, was hast du denn für eine Scheiße empfohlen? Weil das war echt nicht so geil, oh. Allerdings, ich schwöre, die Pommes machen gerade richtig irgendwie aus. Dieses salzige der Pommes mit der Kombi mit dem Hähnchenfleisch. Ey, das ist richtig gut. Was? Hätte ich gedacht. Ich bin gerade völlig überrascht, die Soßen. Da kann ich Monte wirklich schlecht gerade ankreiden. Wirklich ein guter Döner-Teller. Jetzt nicht der beste, den ich hier gegessen habe in Hamburg. Ich würde sagen, der Döner-Teller bei Köst kann ich auch sehr gut empfehlen. Ihr kennt auch Monte den Lasenflatter, der hat auch einen super kranken, geilen, guten Döner-Teller. Aber der hier mit Pommes, wirklich schmackhaft. Allerdings muss ich auch sagen, ich mag das Viertel hier nicht so. Eigentlich gar nicht böse, aber als ich im Livestream sogar hier war, wurde ich von irgendeinem so ekligen, schmierigen, betrunkenen Typen angemacht. Hast du auch Geld? Ich böse gemeint, lass mir bitte in Ruhe jetzt. Was will ich jetzt? Hast du Geld? Ich habe 10 Euro mehr gewonnen. Ich schwöre, das ist ein Fluch, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Scheiß mal auf YouTube, das hat wirklich nichts damit zu tun. Schon seit klein auf. Ich habe eine Fresse. Die Leute wollen da wirklich rein. Aber ich ziehe wirklich diese verrückten und komischen Menschen an, die mich einfach ansprechen und belästigen. Das war schon immer so, auch vor YouTube-Show. Aber manchmal sage ich ganz ehrlich, da kriege ich auch gute Angebote. Ich kann dir auch einblasen. Ja, klar. Bei diesem Format werde ich euch immer auch super ehrlich sagen, was ich von einem YouTuber halte, beziehungsweise wie ich ihn finde. Monte ist ein richtiger Stinker. Ich würde sagen, sogar ein Arschloch. Leck mich doch am Arsch. Und hat meine Mutter angepasst. Also, ja. Ich kenne Monte wirklich schon wirklich viel zu lange. Ich kenne Monte ungefähr seitdem er 60.000 Abonnenten hatte und ein Duel-Commentary hatte. Also ein Video zusammen. Mit der Zivilisierung hat man es Duel-Commentary genannt. Mit Wiska Wasser. Hat er noch bei seiner Opa und Oma gelebt und ich habe wirklich alles mitbekommen, Leute. Leute, ich bin wirklich alter Mann, was so YouTube angeht. Ich habe jeden Beef mitbekommen, jede Entwicklung. Die Leute hoch gesehen, die hoch wurden, absolut abgestürzt sind. Ich habe wirklich alles schon gesehen. Monte kenne ich auch schon super lange. Ich habe gesehen, wie er seine neue Wohnung kam, wie er eingebrochen worden ist, wie er Steuerschulden gemacht hat, wie er Kinder gegessen hat. Also wirklich alles so. Klar, in letzter Zeit fand ich ein paar Aktionen von Monte auch nicht gerade so geil. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede, aber das weiß er wahrscheinlich auch selber. Aber grundsätzlich bin ich mir sicher, dass Monte oder Marcel, kann ich dich auch Marcel nennen? Nein. Okay, dann nicht, Mann. Ich bin mir sicher, dass Monte das Herz wirklich am rechten Fleck hat und einfach wirklich, klar, hier und da mal so vielleicht aneckt, aber genau das macht ihn ja aus und irgendwo ist er doch deswegen auch einmalig. Wer lässt sich freiwillig das in die Fresse tätowieren? Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, die Krone, okay, aber diese Tattoos hier links, ne, meiner Bubi-Fresse, ich sage, wenn ich Tattoos habe, ne, kriege ich wirklich noch mehr Körbe von Frauen. Weiter so. Aber grundsätzlich weiß ich, genau der Typ kriegt irgendwo YouTube und ist auch wichtig auf dieser Plattform und ich verfolge ihn gerne. Und jetzt, könnten wir uns doch einfach alle mal küssen, oder? Ja. Ist halt Arschlöcher, wirklich. Ey, Mann, jedes Mal selbst. Die nächste Empfehlung allerdings ist ein übelster Kracher. Und zwar das Monte-Nutella-Brot. Also dieser Mann ist nicht nur steinalt, sondern hat auch einen absoluten Schaden. Weil ja, ich bin auch ein Fettsack und ja, ich übertreibe auch mal ganz gerne. Aber dieses Nutella-Brot, Digga. Schön dick. Auftragen den Aal. Das ist mächtig krank viel Nutella. Und zu trinken gibt es dann ein großes, kaltes Glas Milch. Was hat dieser unfassbar Ultra-Rentner eigentlich mit diesem fucking Glas Milch? Vertraut mir, kaltes Glas Milch. Kaltes Glas Milch, Digga. Wirklich nur alte Menschen trinken ein kaltes Glas Milch. Aber jeden Abend und zu jeder Mahlzeit. Und einen kalten Glas Milch. Und was richtig mich bei Monte, ey, der wirklich nett, da wollte ich Monte auf eine Box. Ich habe ja so viele Stories von ihm geguckt und ich habe seine Füße öfter gesehen als meine eigenen Eltern. Ich hoffe, bei euch ist besser. Stellst du dir vor, wie ich dir einen Foodjob gebe, du dreckige Sau? Digga, zieh dir doch mal Socken an! Die sehen das. Ja, mach deine ekligen Füße runter, Digga! Zwei Toast. Randomhafterweise macht Monte erstmal Speisequark drauf und den fettigen, nicht den mageren, streicht er wie Butter hier drauf. Digga, und da kennt dieser Typ absolut gar keine Grenzen. Ist das zu viel? Nein. Digga. Sandwich kann das doch gar nicht mehr ab, Digga. Das ist, der Toast hält doch nicht mehr der Masse stand. Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen Nutella drauf. Wow, wow, wirklich wow. Digga, wow, was ist echt? Oh, Junge, das wird mir schon absolut schmackhaft. Wird aber der Speiseklapp irgendeinen Unterschied machen oder ist der einfach nur... Wir schauen. Oh, mein Mund wird nicht verklebt von Nutella. Polizei. Oh mein Gott. Okay, muss so dem, da gibt es Glas, das Milch schon Sinn. Mit Nutella ist wirklich eine geile Kombo. Es ist natürlich köstlich wie sonst, weil es schmeckt so geil. Das ist schon wie fest das, also. Das regelmäßig und du kannst das Krankenhaus mieten, Mann. Alter, das ist übelst. Man hat zwar den Speisequark kaum geschmeckt, aber ein bisschen viel Nutella drauf. Ganz ehrlich, der Speisequark macht die Nutella irgendwie oder das allgemeine Toast irgendwie ein bisschen fluffiger. Dazu dann Premium-mäßig kaltes Glas Milch. Wenn du noch einmal sagst, dass du mir ein kaltes Glas Milch machen soll, breche ich bei dir zu Hause ein, Mann. Die einzige Möglichkeit, bei mir ins Haus einzubrechen, ist, dass ihr mit einem Helikopter angeflogen kommt, euch auf meinem Dach abseilt, ein Loch in mein Dach macht und dann reinkommt. Ja, ihr könnt auch einen Tunnel graben. Also wenn ihr einen Tunnel graben wollt, ihr könnt auch einen Tunnel graben. Könnt ihr von meinem Hof weglaufen mit
Alarmanlage. Oh, Scheiße, Alter. Fuck, fuck, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Ich habe jetzt noch was zufällig gefunden, das muss ich noch hier einbauen. Digga, Monte ist wirklich, wirklich nach dem zweiten geboren. Wirklich kurz danach, weil es kann doch nicht sein, dass der so alt ist. Guckt euch mal diesen Clip hier an. Der seine Pizza mit was anderem schneidet als mit einer Schere, der ist einfach lernunfähig. Alter, was willst du mir erzählen? Wer schneidet denn seine scheiß Pizza mit einer Schere? Guckt euch. Mit der Schere, Bruder. Puff, puff. Der schneidet, Digga, Mann. Bin ich hier bei 1x1 ausschneiden, Bastelkurs in der 4. Klasse, dass ich eine Schere benutze? Ich bin aber, was das angeht, leider auch ein bisschen altmodisch, deswegen darf ich gar nicht so gemein sein. Vielleicht benutze ich meine Pizza jetzt auch keine Schere, weil das geht gar nicht. Wir haben zwar so einen Pizzaroller, aber nee, das muss auch nicht sein. Ich nehme mal ganz gerne so einen Katan. Damit schneide ich dann immer meine Pizza perfekt in 4 gleich große. Schaffe ich das auch immer, Alter? Vor allem lernunfähig mit einer Schere. Der alte Mann, ey. Alles, was ich euch gezeigt habe, kann man ja irgendwie nachgucken. Aber jetzt habe ich richtige Insider-Infos. Ich kenne ja jemanden aus Montes Kreisen. Und den habe ich mal nach einer Empfehlung gefragt. Eine weitere Empfehlung von Monte will ich mir aber links live abholen. Und zwar eine von seinen besten Kollegen, und zwar Holle. Was kannst du mir empfehlen? Was hat Monte gerne gegessen oder in den Mund genommen? Also Monte hat gerne mal mein Sch** im Mund genommen. Ja, okay. Kann ich das jetzt auch live machen? Ist das in Ordnung? Das kannst du. Warte. Ja, okay. Als Monte noch so richtig der Popgänger war, ne? Hier, wir haben hier vorne ja den einen Pop. Echt, du wuchst du gesehen? Ja, aber da kann man gut essen. Okay. Ich war da auch schon nicht zum Zicki-Zacki. Und da gibt's eine geile Currywurst-Pommes. Oder was? Ja, ich weiß, die Karibien-Bar hier vorne kannst du geile Currywurst-Pommes essen. Und da war er damals, okay, und hat gerne Currywurst-Pommes gegessen. Gleich mal erkundet, und diesen Ort gibt es halt wirklich. Die Öffnungszeiten sind ja absolut wild, von 20 bis 4 Uhr. What the fuck? Was ist das denn für Öffnungszeiten? Lange nicht mehr da gewesen, ein Stern. Scheint halt wirklich ein besonderer Club zu sein, wenn ihr versteht. Weißt du, Paul, was wirklich ernst meint, ne? Wir haben 21.12 Uhr. Bevor Monte sich immer ein Würstchen reinschieben lässt, schiebt er sich selber nochmal ein Würstchen rein. Also, ja, Digga. Und zwar, es redet er immer davon, dass der Wachtelimbiss die Currywurst so lecker ist. Die beste Currywurst aus Deutschland. Und ja, ich war schon öfter Wachtelimbiss, der ist wirklich extrem lecker. Hier am Hauptbahnhof gibt es so einen Laden, der ist CTKS, ne? Das ist so ein Food-Van, wie ihr vorne sehen könnt. Und Monte steht wirklich auf Pommes, das merkt man extra. Ich meine, am Döner-Teller der Pommes, dann hinterbei der Currywurst-Pommes. Und ich schwöre euch, die Currywurst ist hier zwar ein bisschen schlechter als am Wachtelimbiss, aber die Pommes sind dreimal so gut gefühlt. Könnt ihr sehen, ich habe einmal wunderbare Pommes mit lecker Mayo. Und die Pommes, ne, sind so fucking gut gewürzt. Hier links hast du dann noch richtig geil Currywurst. Und ist auch, die ist wirklich auch wunderbar. Da schmeckst du einfach meinen Großvater raus. Aber da muss ich wirklich sagen, die Wachtelimbiss-Currywurst ist noch mal ein Stück geiler. Wir gehen jetzt wirklich in einen Pop. Jetzt bist du dafür erstmal nach Buxtehude fahren um 21 Uhr, Digga. Let's go. Ich bin mächtig aufgeregt, Leute. Ich war noch nie bei so einer Sache. Ich war noch nie in einem Pop oder Bottle oder sonst eine Kacke. Allerdings habe ich 5 Euro dabei. Mal gucken, was ich erst dafür kriegen kann. Wir polieren dein bestes Stück. Da vorne, wo ihr diese Schilder seht, da ist der Karibien Bar Club. Auf dem Schilder sind schon ein paar nackte Frauen. Leute, ihr wisst gar nicht, ich tue gerade auf lustig und lache, aber mir ist das so asozial unangenehm, da reinzugehen, weil es ist einfach nicht so mein Ding, jetzt in der zu gehen. Ich zitter schon so ein bisschen, Digga. Es ist mir wirklich unangenehm wie sonst was. Meine Videos würde ich wirklich von der Klippe springen. Ich gehe da jetzt rein, weil Holle mir das empfohlen hat. Weil Monte da anscheinend eine Empfehlung ausspricht, da reinzugehen und da lecker zu essen. Ob er auf was anderes ist, außer nur essen. Früher hat das gemacht. Er hat mittlerweile eine Freundin hier und da, aber früher anscheinend. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, da rein. Ich ziehe das wirklich jetzt durch. Frage noch, ob ich essen kann oder sonst was. Alter, ich zitter. Ach, das wird so unangenehm. Ein paar Sekunden später. Ich stehe seit 20 Minuten hier, Leute, und ich traue mich einfach nicht reinzugehen. Ich weiß, ihr sitzt zu Hause gerade, guckt dieses Video und denkt euch, ey, geh rein, ihr zu fette Schweine. Leute, mir ist das so unangenehm. Ich weiß nicht warum. Ich traue mich da einfach nicht reinzugeben und irgendwie auch behindert zu sagen, habt ihr hier Essen? Digga, das ist ein scheiß Pop, man, da wird gefickt und nicht gegessen. Eine Ewigkeit später. Leute, es tut mir so dermaßen leid, ne? Ich hab so gemuckt, Digga. Ich dachte, ich gehe da easy rein, aber ich schwöre, ich weiß nicht, was mich gerade davon abhält, aber ich schaff's nicht, da reinzugehen und ein Türsteher zu sagen, Digga, kann ich essen und so. Ich schaff's einfach nicht, Leute. Es tut mir so dermaßen leid für euch. Es tut mir richtig weh in der Seele, aber ich werde dem eine gute Bewertung da lassen. Wurde noch nie so geil die Nudel gesaugt. Digga, ich kam, wenn ich reingegangen bin. Ich bin absolut nicht hinter Buxtehude irgendwo. Kein Taxi fährt hier. Zu Fuß dauert es eine halbe Stunde bis zur S-Bahn. Ich muss ja zu Fuß zur S-Bahn, das war es echt nicht wert. Oh Gott, Leute, ihr seht, ich sehe auch gar nichts. Das ist so dermaßen dunkel, Alter. Das ist so gruselig. Von links könnte direkt irgendwie ein Reh kommen oder ein Monster. Da sagt Adresse. Gott, dieser Weg nach Hause war wirklich die absolute Hölle. Ich bin mega enttäuscht von meiner Leistung, als ich wirklich reingegangen bin. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig darüber. Ja, das ist. Ja, ich weiß auch nicht, was da war. Irgendwie. Es war eine Blockade in meinem Kopf. Jedenfalls geht es am Abend jetzt nochmal kaltes Glas Milch. Aber es schmeckt schon ganz lecker, muss ich echt zugeben. Was Monte mit Herzen empfehlen würde, ist das Buch, das er rausgebracht hat. Montana Black 2, Frauen sind wie Hunde. Die gibt's auch als Hörbuch. Frauen sind wie Hunde. Und das meine ich abwertend. Hört erstmal zu, bevor ich... Ja, es ist 10. Oh, ich hab verdammt Hunger, Mensch. Ist aber im Hause Eris was wirklich Leckeres. Ich habe einen kleinen Sandwich-Toast. Ich habe hier meinen Sandwich-Maker. 2 unfassbare Toasts. Weil wir ein dick sind, noch ein bisschen mehr. Auch ein bisschen Curry-Gewürz-Ketchup, weil Monte den wirklich liebt. Heller Gewürz-Ketchup. Käse, Salami und kleiner Geheimtipp, ein bisschen Röstzwiebel. Das lassen wir jetzt schön braten. Und zu trinken gibt es diesmal wirklich was Besonderes. Es sieht aus wie ein schlichtes Glas kalte Milch. Aber Monte empfiehlt
den Kachbar-Bananengeschmack. Der schmeckt mir persönlich am besten. Lol, also Bananengeschmack stelle ich mir zwar schon lecker vor. Ein richtiger Kakao ist doch eigentlich in der Regel mal geiler. Wallabila, Kaba-Banane. Oh, 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 nein, 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 nein. Ach du Heilige, ich hab vergessen. Käse, der möchte einfach fliegen. Hier ist auch so, diese Reste dann einfach zu nehmen, noch schön wegzuessen. Oh, oh, mein Magen. Oh, Mensch. Oh, Digga, ich muss schnell, schnell. Oh, oh Mann, oh Mann. Monte, ich fühle mich ein bisschen belästigt, Digga. Metzger Lessner. Zu diesem Laden geht Monte letzte Zeit ziemlich oft, habe ich in seiner Story gesehen. Und ich weiß gar nicht, was es da um den gibt. Ich habe nur gesehen, er hat irgendwie öfter mal Spaghetti oder Nudeln bestellt. Bolognese und sowas bei einem Metzger. Naja, der ist natürlich wieder absolut in Buxte Schmuckste, Alter. Also muss ich wieder 14 Minuten hinfahren nach Neuwiedental und dann nochmal 15 Minuten zu Fuß gehen, weil ich ja kein Auto habe. Ich schwöre euch, diese ganzen Buxte Rudel-Regionen und drumherum so, ne, ohne Autos, das ist ja wirklich die Hölle. Ich bin jetzt angekommen bei dem Metzger Lessner. Sympathisches Schweinchen, muss ich sagen. Ah, jetzt verstehe ich das. Er holt sich immer den Mittagstisch. Durch den Montag gibt es Rinderhacksoße und Nudeln. Wir waren wirklich nett in dem Laden. Ich finde das immer so nice, wenn ich außerhalb Hamburg bin. Da sind die Leute immer irgendwie gefühlt doppelt so nett wie in der Innenstadt. Aber ich verstehe es jetzt. Er holt sich halt immer den Mittagstisch. Er holt sich nicht so random da was, sondern man kann seinen Mittagstisch Montag bis Freitag holen. Wir Schweine allerdings haben ja Samstag. Samstag gibt es ja halt normalere Sachen. Wie, was ich mir jetzt geholt habe. Ich habe mir hier Kartoffelauflauf geholt mit einer Frikadelle. Plus Senf. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Leider gab es natürlich kein Besteck dazu, aber das ist ja kein Problem für das Schwein. Super Sahne, wie fliegt der los? Ist knusprig, der Senf ist echt lecker. Der schmeckt sogar, echt gutes Fleisch. Die Radelle, die haut's richtig gut, Mann. In diesem Video habe ich viel über Monte gelernt. Dieser Mann ist wirklich nach den Zeiten geboren. Also wirklich in den 50ern mit seinem Glas Milch. Aber die Empfehlungen, die ich heute rausgepickt habe, waren wirklich gute Empfehlungen. Ich habe probiert, nur die besten reinzunehmen. Dann nimmst du wieder den Finger raus, nimmst dein Willi und machst... Da wir es 14 Uhr haben, habe ich schon über 24 Stunden lang von Montes Empfehlung gegessen. Aber grundsätzlich geiles Video. Hat mega, mega Spaß gemacht. Auch wenn ich wegen den Tattoos dauerhaft angeglubscht worden bin. Ich hoffe, ihr habt auch den dicken Dinger. Ja, lass mal ein Like da. Hallo, Freunde, was ich da gelassen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Egal.